gilt als heiliger Stein bei den Inkas. Und der Legende nach heißt es, dass es die Augen der Götter sind, der Andenoval. Es ist auch der Stein der wahren Liebe. Und dieser Stein hat etwas ganz Besonderes. Wenn man diesen Stein ins Wasser legt, dann saugt er das Wasser auf, aber er verändert dann seine Farbe. Nämlich er wird dann gräulich. Legt man ihn wieder in die Sonne, dann wird er wieder rosa. Also etwas ganz Besonderes. Also, dieser Stein gilt eben im Peru als der Stein der wahren Liebe. Er gilt überhaupt für die Bereinigung aller Herzensangelegenheiten. Also bei Liebeskummer spendet er Trost, aber er schenkt unseren Herzen auch die Freiheit der Eigenliebe, dass wir uns entfalten können. Und es ist der Stein des Herzens. Also er macht uns freundlicher, er macht uns weicher, er öffnet unsere Herzenergie. Dafür steht eben der Andenoval wirklich ganz im besonderen Mittelpunkt. Er konzentriert sich sehr auf unser Herzchakra. Dadurch macht er uns toleranter zu anderen. Er schenkt uns mehr Lebensfreude. Er gibt uns eine positive Lebenseinstellung. Und das sorgt natürlich, wenn wir glücklich durch die Welt gehen, einfach ein bisschen Sonnenschein in unser Leben ziehen. Es ist ein Stein für die Zirbeldrüse, die unterstützt er überhaupt für unseren Stoffwechsel. Ist ein wunderbarer Unterstützer. Und es ist auch ein Stein, vielleicht weil er auch wirklich diese Seltsamkeit hat, dass er Wasser aufsaugen kann, der für unsere Leber ganz besonders gut unterstützend wird. Und für alle, die Leberprobleme haben, und ich sage nur, wenn man leicht blaue Flecken bekommt, dann ist das ein Grund, weil in unserer Leber kein Protrombin mehr entwickelt werden kann. Also falls Sie leicht blaue Flecken bekommen, dann ist Ihre Leber schon leicht geschädigt, dann rate ich Ihnen zu einem an. Heilsteine sind ein Geschenk der Natur und dem Andenoval sagt man ja nach, dass der Träger auf jeden Fall die wahre Liebe in sein Leben ziehen wird. Viel Freude damit. Bussi, Baba.